Der eine sitzt im Dunkeln, der andere nicht. Und was denn mein Senor ist, ist anderen nach egal. Da müssen alle durch, ja, so ist das überall. Doch Gott sei Dank sind wir ja nicht allein. Wo man anklopft, kann man auch herein. Wenn nicht mehr an Erfahrung etwas vor, dann bei uns auch. Ja, was ist denn nun? Bist du hingefallen? Nee, wieso fragst du? Na, du liegst da. Habt ihr Vermieten? Nee, Fußbodenheizung. Ja, deshalb ist es so kalt. Die ist kaputt. Die klopft SOS. Ja, was du hörst? Was du hörst, ist der Monteur. Oh. Für einen Monteur klopft er aber ziemlich leise. Ja, vielleicht ist ja nichts Großes kaputt. Was soll das? Ich denk dreimal klopfen auf, Chris. Ich hab nicht geklopft. Dreh doch keinen dummen Typ, wir haben das alle gehört. Das war der Monteur. Welcher Monteur? Der. Happy Birthday to you. Stopp. Was soll das? Hatten wir das nicht eben schon mal? Also so geht das nicht, dann müssen wir eben das Signal ändern. Nö, so habe ich mir das gerade gemerkt. Gut, dann lösen wir das eben anders. Hallo, Herr Monteur, können Sie mal eben hochkommen? Oma Antoni, Oma Antoni, bitte kommen. Hier ist für dich deine Oma. Tobi für Oma, Tobi für Oma, du störst. Für mich ist für mein Rätsel. Wie schreibt man Walkie-Talkie? So wie Inga das spricht. Gernot, mach mal. Inga, weißt du, wie das kleine Ding heißt? Baikie, Taikie. Gut, dass Sie kommen. Das ist nämlich so. Also, wenn Sie klopfen, dann höchstens einmal oder zweimal. Oder viermal. Genau, jetzt haben Sie es verstanden. Nicht dreimal. Ist nicht so, dass wir nicht bis drei zählen können. Nee, nicht. Aha. Hier. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Kommt, Kinder, hopp, hopp, hopp. Oh, ja, 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 ja. Und alles auf Anfang! Will ich ein Skateboard. Ich dachte, beim Kreuzworträtsel kann man nur Schlemmerkörbe und Rheumadeckchen gewinnen. Ich mach Denksport. Naja, was man nicht mehr in den Beinen hat, muss man im Kopf haben, nicht? Fit sein ist alles. Hoffentlich sieht Ihr Schwiegersohn das genauso. Och, das werden wir merken, wenn er seine Geschenke anguckt. Ja, die Geschenke sind klar. Den Song müssen wir noch üben. Der Einsatz stimmt noch nicht. Nee? Na denn, toi, toi, toi! Happy Birthday to you! Happy Birthday! In meiner kleinen Taverne spielen Gitarren ein Lied. Schmerzt das nach, sie meint es ernst. Was ist denn nun bloß los? Ich sitze hier wie auf Kohle und war doch mein Auftritt. Sie haben noch gar nicht entschieden, ob das überhaupt ins Programm kommt. Das muss aber. Bei dem Lied habe ich deinen Vater kennengelernt und deinen auch. In der Taverne? Ja. Und sie waren beide nicht mehr ganz klar im Kopf. Bianca, riskier nicht so eine dicke Lippe, hörst du? Also, Familie, was ist denn nun? Meine Frau muss tun, was eine Frau eben tun muss, das siehst du. Ja, was ist denn, warum gehen Sie denn jetzt ab? Damit ich auftreten kann. Auftreten? Das verstehe ich. Happy Birthday!
Auftritt. In einer kleinen Taverne. Stopp. So geht das nicht. Nee, das muss im Kostüm geprobt werden. Ja, sonst wird das nicht. Mit dem Pelzmantel kann der Körper gar nicht anfangen zu schwingen. Und ohne den Pelzmantel kann der Körper nicht aufhören zu zittern. Es ist arschkalt hier. Oh. Uli, nur übertreib mal nicht so. Was heißt denn hier kalt? Ach, kalt ist ganz was anderes. Ja. Die tun ja so, als wenn wir hier am Nordpol wären. Ja, bei den Pinguinen. Pinguine gibt es nur am Südpol. Also weiter. Was zwei Verliebte sich sagen, hat für die Welt keinen Sinn, doch was wir zwei uns sagen, fliegt sie als Zauber dahin. Kleine Harmonika-Spiele. Haben Sie mal Freude? Ja, natürlich. Also ich habe überhaupt keine Lust mehr, Mann. Schade, das dauert bei ihr nicht lang. Hier, bitte. Danke. Schade, Mutti, jetzt ist die ganze schöne Stimmung dahin. Aber was will er denn mit dem Freude? Aufwischen. Ist wohl fertig. Was ein ordentlicher Handwerker ist, der macht hinterher alles schnittlang. Saubere Arbeit. Oder er will keine Spuren hinterlassen. Äpfelchen, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Wie meinst du das? Du redest schlecht. Haben Sie mal eine Lenzpumpe? Klar, steht hinter dem Regal bei den Boskop-Äppeln. Daher. Ja, Frau Unsorg, nun wird das ja auch gleich schön mollig hier, ne? Wieso mollig? Ich hab mir das Video abgenommen. Wo denn? Im Hirn. Pamela, was will der denn mit der Lenkpumpe? Wasserpumpen. Wasser? Pumpen. Von wegen Lenzen? Was ist denn Lenzen? Ja, wenn so ein Boot erstmal leckgeschlagen ist. Was ist passiert? Ich bin fertig. Und was kriegen Sie? Wenn ich Glück habe, Bewährung. Und du gehst wieder zurück auf deinen Posten, hast du gehört?
Wenn jetzt so heiß ist, warum ziehst du den Mantel nicht aus? Weil es hier so kalt ist. Kalt? Finde ich nicht. Gute Wrangel, das will ich jetzt nicht diskutieren. Ab mit dir nach Hause. Aber ich wollte mir doch noch was ausleihen. Muss das sein? Ja, ich leih mir doch immer was aus. Und damit ist jetzt Schluss. Jetzt leih ich dir was. Ja, da bin ich aber gespannt, was ich diesmal brauche. Ja, du brauchst dringend ein Walkie-Talkie. Hier, nimm hin, nicht? Und wenn was ist, dann meldest du dich bei passender Gelegenheit. Ja, was ist denn passende Gelegenheit? Wenn Richard kommt. Tschüss, tschüss, Gott bitte. Kinder, rauskommen! Die Heizung läuft wieder! Na, hier ist es jetzt wenigstens ordentlich warm. Ich kann aber auch von den Scheinwerfern vom Fernsehen kommen. Ja. Dann hätten wir das ja wenigstens erledigt. Nee, aber was ist denn nun mit der Sintflut im Keller? Ja, ich schlag vor, wir machen gar nichts. Na, das ist ja ein toller Vorschlag. Das verdunstet von ganz allein, wenn das jetzt hier wieder wärmer wird. Ich könnte schnell meinen Föhn holen. Ich glaube, ich kriege einen Föhn. Prima, dann haben wir ja zwei. Ganz unrecht hat sie ja nicht. Das dauert nur. So, jetzt rufe ich die Feuerwehr. Verschwindet von allein. Verdunstet, hast du gesagt. Verdunstet. Ach, dass du immer so genau sein musst. Du kennst einem aber auch gar nicht. Bin ich so ein Bitto-Angeber. Auszeit. Müsst ihr euch eigentlich immer streiten? Ist doch wahr. Für sie fängt ja immer an. Kinder, könnt ihr euch denn nicht wenigstens an Papas 50. Mal vertragen? Ich wollte ja gar nicht kommen. Aber du gehörst doch so gut wie zur Familie. Bernhard auch. Was willst du damit sagen? Ja, der Dorferpiepel, oder siehst du ihn irgendwo? Der arbeitet. Ja, aber kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden? Wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, nicht? Und was sollen denn Gernot und Inga davon denken? So, ich zieh mich jetzt um. Und ihr solltet das gefälligst auch tun. Schluss mit diesem ganzen Hickhack. Verliebt, verlobt, verkracht. Streitet ihr euch auch so gern? Jeden Tag? Damit man sich nachts besser versöhnen kann. Im Versöhnen ist er gut. Na, dann versöhnt euch, wo ihr wollt. Ich zieh mich jetzt um. Ihr könnt euch im Gästezimmer umziehen. Oh ja, komm gerne. Und du? Kommt mit rauf. Zieh dich doch alleine um. Ich bin schon fertig. Was? Hier, kannst du mit aufnehmen. Hallo, falls das geht, so probier mal. Guten Tag, Herr. Gehören Sie auch zur Familie? Ach, zum Glück nicht. Oder sehe ich so aus? Der erste Gast? Sie sind aber früh gekommen. Ja, ich will auch früh wieder gehen. Haben Sie was? Ja, ich bin sauer. Wie meine Bohne. Probieren Sie mal. Ja, und ich. Sie wissen doch schon, dass sie sauer ist. Manchmal täuscht der erste Eindruck. Ich probiere lieber noch mal. Wollen Sie so lange probieren, bis sie schmeckt? Schmeckt sie Ihnen? Ist voll lecker. Übrigens, ich heiße Doris. Bianca. Prösterchen! Bianca? Wie niedlich. Wie Bernhard und Bianca. Nein, Bernhard kann heute nicht, der muss arbeiten. Das habe ich recht. Dein Freund heißt wirklich Bernhard. Nein, Tobi. Ach, Tobias Ohnsorg, ob die wissen sauer. Manchmal könnte ich ihn echt an die Wand klatschen. Was hat er denn gemacht? Eigentlich gar nichts. Nur, dass er immer so angeben muss. Hat er das vielleicht von seinem Vater? Sie kennen Herrn Ohnsorg nicht, ne? Nee, ich bin bloß mit Almut befreundet. Die macht mir manchmal die Haare so unter der Hand. Nee, nee, Herr Ohnsorg, der ist gar nicht so uneben. Ach. Denn meinst du, hat er diese Unart doch eher von Almut? Ja, so ganz einfach ist niemand so. Mann, das muss doch nicht von irgendjemand geerbt haben. Der ist einfach von alleine doof. Das erinnert mich an meinen ersten Mann.
Mütterchen. Naja. Ich kann ja manchmal auch ein Biest sein, ne? Zum Streit gehören immer zwei. Das ist mir auch jetzt aufgegangen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Wenn es bei deiner Scheidung war? Nee, bei seiner Beerdigung. Du Ärmste! Und dann hast du ganz allein davor gestanden? Nee, da war ich schon wieder verheiratet. Das finde ich ja stark, dass dein zweiter Mann mit auf der Beerdigung war. Nee, das war mein dritter. Auf wie viele bist du denn gekommen bis jetzt? Frag mich nicht. Doris, ich danke dir. Doch, wir sind Freundinnen doch da. Achtung, Achtung! Zielpersonen, Anmarsch! Was denn für eine Zielperson? Marika! Toll, diese Walkie-Talkies. Du denkst, der andere steht direkt neben dir. Roger, over and out! Alle mal herkommen! Alle mal herkommen! Gott, wir sind schnell. Marika, kommt, ihr müsst alle weg! Okay, erstmal, roter Alarm! Alles auf Position! Sind auch wirklich alle Überraschungen vorbereitet? Pool ist parat! Lieses, Geschenke auf Position! Dann kannst du ja losgehen! Eine ganz große Überraschung für dich, ja kommt noch! Hab ich euch doch gar nicht erzählt! Oma zieht aus! Du kannst vielleicht... Natürlich nicht, denk doch an die Miete! Papa bekommt eine Urkunde! Hat er sein Freischwimmen geschafft? Halt dich da raus! Richard Scheck vom Finanzamt Schlesien-Nordmitte hat sich angesagt. Theo von Luxemburg? Höchstpersönlich. Luxemburg? Und das jeden Tag? Die macht mich fertig. Äpfelchen. Äpfelchen, komm, wir gehen nach oben und du suchst mir meine Ohrringe. Coco, magst du nur mit oder nicht? Na klar, Mann, du kannst fragen. Dafür bin ich doch extra gekommen. Oh. Komm. Gernot Klingel! Doris, du versteckst dich in der Besenkammer. Die Besenkammer ist in der Küche. Nicht ohne meine Bowle. Oh ja, da verstecke ich mich auch in der Besenkammer. Du Schnacksdrossel, du kommst mit mir. Perfekt. Weniger Geburtstag geht wirklich nicht. Bin ich aber mal gespannt. Keiner da? Was für ein Tag. Da wird man zum ersten Mal in seinem Leben 50 und da nimmt kein Schwein Notiz davon. Nicht mal mein Chef. Ich habe nämlich Geburtstag. Aber Sie wissen das, ne? Ja. Aber meine Familie, die hat es vergessen. Naja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich will ja gar nicht feiern. Aber sonst nimmt man mich ja auch nicht ernst. 50 Jahre. Bergfest. Von nun an geht's bergab. Mit riesen Schritten die Gruft auf die Gruft zu. Die ersten Haare fallen aus. Das Gehör lässt nach. Was haben Sie gesagt? Ganz im Vertrauen.
Schlafstörungen stellen sich auch schon ein. Na ja. Früher habe ich bis drei gezählt und dann... Und jetzt erwische ich mich dabei und zähle bis halb vier. Naja. Was soll's? Das Leben, das Vermaledeite, geht weiter. Mit Rücksicht auf deine Kurzatmigkeit habe ich dir nur das Leben. Tröste dich, Richard, es gibt Schlimmeres. Was denn? Alterszucker. Keiner liebt mich. Einsam bin ich. Und verlassen. Ob mich da draußen jemand hört? Apollo 13. Apollo 13. Ich hab da ein Problem. Nötig gewesen. Sag es mal der Angst. Oh, Mili! Ja. Ich liebe euch alle! Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Oh, Oma will nicht mitfeiern. Wie rückt den Quall, ne? Wir lieben alle! Heute Abend live bei uns zu Gast hier in der Henry-Fahl-Gedächtnishalle die diesjährigen Gewinner der silbernen Perzwiebel im Glas. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir für unser Geburtstagskind, unser und Friends. Applaus, Applaus, ist das Haar. Weiß seine Wäsche. Jeder weiß, wer ist der Beste. Das ist jedem von uns klar. Manchmal ein Bieb. Dann wieder zum Lachen. Mal ein Engel, mal ein Drachen. Doch wir alle lieben Richard, wie er ist. Heute wird unser guter Richie 50. Darum feiern wir mit ihm und zwar ich 50. Das gibt einmal nur und halt für immer köstlich. Heute feiert Richard unser 50 los. Heute feiert Richard unser 50 los. Heute feiert Richard unser 50 los. Cha, cha, cha. Leben da. Ja, davon war aber nun Anstoß. Oh, ja. Richard, geh du schon ins Schlafzimmer und zieh dich aus. Mama, muss das jetzt sein? Nicht, was du denkst. Es gibt
dich ja gleich was anderes wieder an. Was denn? Du hast doch wieder etwa einen neuen Anzug gekauft. Wo er doch so sehr an dem alten hängt. Ja. Wart doch ab. Das passt zu eurem Geschenk wie die Faust aufs Auge. Geschenk? Nun bin ich aber neugierig. Ja. Eure Mutter macht das aber spannend. Ich kann es kaum aufbauen. Soll ich mal nachgucken? Oh, der Brangel untersteht dich. Der muss sich was trinken. Das muss Papas Chef sein. Ich mach schon. Ich sag Mama und Papa Bescheid. Nee, das soll eine Überraschung sein. Ach, das ist ja nett. Haben alle schon auf Sie gewartet. Kommen Sie doch rein. Danke. Wo ist denn... Er muss gleich wieder hier sein. Ich glaube, er zieht sich noch was anderes an. So. Ja, kommen Sie doch schon mal rein. Der Ehrengast ist da. Oh. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Oh nein, da nicht. Hilfeschen. Bin hier auf dem schönen Sessel. Ja, bitte hier rein. Danke. Liechtenstein? Von Luxemburg. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Gernot Paul und das ist meine Frau. Angenehm, ich heiße... Ich weiß. So. Ja, und das sind übrigens Pamela und Tobi. Hallo. Ich kümmere mich mal um den Sekt. Oh, das dauert nicht mehr lange. Wo ist denn... Oh ja, natürlich können Sie sich doch noch die Hände waschen. Das Bad ist da hinten, gleich neben der Küche. Praktisch, nicht? So. Nun gehen Sie schon, Reizender Mensch. Und so gesprächig. Die Bohle ist für alle erfüllt. Da kommt noch jemand. Ich geh hin. Bitte. Werner, kommt doch noch. Kommen Sie, Mann. Was sagen Sie, bin ich hier richtig bei? Ja, bei Ohndorf. Ja, das steht da doch. Ja. Dann bin ich ja genau richtig. Ja, geben Sie her. Ja. Ohndorfs geben nie Trinkgeld. Moment. Ich möchte an Ohndorf sprechen. Ja, das geht jetzt aber nicht. Das war jetzt Geburtstag. Eben. Von Luxemburg. Also das verstehe ich nicht. Aber kommen Sie erst mal rein. Danke. Von Luxemburg hier, wer da? Noch in Luxemburg? Dabei ist das Land doch so klein. Wer? Graf? Peter. Ja, sage, von wo rufst du denn an? Was? Du hast einen Reisepass? Ach, du, wir können hier nicht weiter reden. Nein. Es gibt zu viele Ohren. Ja, ich ruf mal hier zurück. Ja. Ist das der von Luxemburg? Ja, aber wer ist denn dann der andere? Na, ich denke, ihr kennt den Chef. Aber doch nicht persönlich. Vielleicht ist der andere ja ein Arbeitskollege von Papa. Das wird sein. Entschuldigen Sie, aber ich dachte, Sie wären Fleurer. Was? Kommt mal eben, hier wartet eine Überraschung. Nein, das geht jetzt nicht. Ich habe mich so jetzt nicht sehen lassen. Mama, kommst du mal eben? Was, Richard, du gehst doch schon. Ja, wenn es nicht passt, kann ich ja wieder gehen. Mein Mantel, bitte. Oh, nein, Herr von Luxemburg. Ja, ich komm ja schon. Also, was ist denn das für eine Überraschung? Sie hier. Mein lieber Ohndorf, wie ich sehe, feiern Sie Ihren ganz besonderen Tag auf eine
ganz besondere Art und Weise. Ja, nun, das bedarf sicherlich einer Erklärung. Wer ist das denn? Habt ihr den reingelassen? Das ist ein Arbeitskollege von mir. Das ist ja nett. Und der heißt auch von Luxemburg. Bestimmt der Bruder. Wissen Sie, meine Frau hat mir einen neuen Anzug geschenkt. Ja, aber Sie wollen doch nicht so ins Amt kommen. Na, diesen einen? Das ist ja ein Trainingsanzug. Nee, den habe ich mir nur mal so übergezogen. Ja, so zur Feier des Tages. Ja. Nein, für mich bitte keinen Sex. Aber wo ist denn... Sieht ihm auf der Terrasse nach. Was macht er denn hier? Der holt uns ein Bier. Ach so. Lieber Richard, oh Gott. Ich habe eine große Freude, Ihnen an diesem Ehrentag... Jetzt kriegt er die Urkunde, jetzt will er dein Papa loben. Ja, und auch Sie, meine liebe, verehrte, gnädige, ja, Frau Unser. Richard, ich bin so stolz auf dich. Ja. Zusammenfassend aus den eben genannten Gründen. Verleihe ich Ihnen diese Urkunde. Und zur Feier des Tages. Wie Sie ja wissen, bin ich bei den anonymen Lyriker. Oh Gott, jetzt kommt das Gedicht. Ja. Vor 2,5 Dezennien trat ein Mann, den alle kennen, in den Dienst von Vater Staaten, in den Kampf um die Steuerkarten. Ja, er tat es frisch, er tat es froh. Und heute noch tut er es genauso. Danke. Und heute noch tut er es genau auch so. Ja, das ist ein kleiner Freund. Ja, Prost, Papi! Ja, dann will ich diese traute Runde auch nicht länger stören. Aber eines lassen Sie sich gesagt sein, mein lieber Unser. Ich werde Ihre Personalakte lobend erwähnen. Lobend! Pass auf, jetzt auf die Steckdose. Dass Sie auch in Ihrer Freizeit alles tun, um sich für Ihre Aufgaben im Amt fit zu halten. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na ja. Oh, mein Handy. Ihr Mantel. Ja. Danke. Ja, auf Wiedersehen. Darf ich Sie rausbringen? Ach. Tut nicht nötig, schöne Frau, tut nicht nötig. Ach, bitte. Ihr Chef kann aber feine Reden halten. Ja. Von Luxemburg, hier wird er. Wo ist denn... Ja, Herr von Luxemburg ist gerade raus. So und so? Ja. Aber wo ist denn... Haben Sie das Bier nicht gefunden? Ja, wo ist denn? Dann nun mal raus mit der Sprache. Wen suchen Sie denn? Also wirklich jetzt? Nun sagen Sie schon endlich, wen Sie suchen. Wo ist Fritzing? Was für ein Fritzing? Gibt's hier denn keinen Fritzing? Nein. Gibt's unter Ihnen denn einen Fritzing? Shit. Wieder auf der falschen Feier. Drollige Kollegen. Ich kenne den Mann ja gar nicht. Man kann sowas bloß angehen. Da hat er doch gesagt, er war auf der falschen Feier. Ja. Na ja, jetzt sind wir jedenfalls wieder unter uns. Jawohl! Und jetzt die Geschenke! Ja, das war's. Ich mach das nicht, Danke. Was ist das denn? Ja, pack es doch aus.
Sichert unser Fitnesscenter. Was soll das denn? Zum Ankleben. Wo? Da hier. Also, das kapiere ich nicht. Sichert. Ah ja. Ja, danke. Schön, sehr schön. Ja, Maria, freust du dich denn gar nicht ein bisschen? Ja, was heißt hier freuen? Hör mal zu, ich bin 50 Jahre alt geworden. Was soll ich mit dem Kinderkram? Was heißt denn hier Kinderkram? Ja. Damit hält man sich fit. Ja, wie vielleicht? Ich brauch sowas nicht. Das kann man so nicht sagen. Das stärkt die Leistungskraft, aber. Und die Ausdauer. Also über meine Ausdauer, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja. Das langt, wenn ich mir welche mache. Traust dich wohl nicht ran, was? So was soll das denn gut sein? Das strafft die Brust. Äppelchen. Ja, das ist doch. Na, also, dann kommt das für mich ja überhaupt gar nicht in Frage. Na? Ja, naja. Für wie viele Personen ist das denn? Das kann man ja nicht mit ansehen, das muss mir mal ein Fachmann zeigen. Ihr Auftritt, Herr Reber. Ja. Siehst du deinen Körper stehlen, musst du Rehbox-Nummer wählen. Rosa, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Du gib mir das Ding mal her, ich zeig Ihnen das. So. Pass auf, und jetzt. Oh, guck mal, Papa, in 3 Jahren ist es auch so weit. Du kannst es auch jetzt. Ja, das ist schön, das ist sehr schön. Aber ich brauche solche Ehre. Wie du hast du denn den eingeladen? Nicht eingeladen, mir eingekauft. Eigentlich gab es den zu. Wozu? Zu den Fitnessgeräten. Service des Hauses. Ach, nun hör doch auf mit dem Kühnkram. Wenn hier einer fit ist, dann ich. Fit, Papa, nicht fett. Papa ist nicht fett. Komm, einen kleinen Bauch hat er schon. Wo sieht das denn wohl her? Na, ich hab doch Augen im Kopf. Weil was du siehst, sind Muskeln. Und hier ist die Geburtstagstorte. So, Herr Unsorg, einen stillen Wunsch und dann aufpusten. Oh, Papi, komm doch mal. Na ja, das hat wohl doch etwas mit der Kondition zu tun, ne? Kann ja mal jemand anders versuchen. Oh, ja. Bitte schön. Man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Also, Herr Unsorg, wir werden ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Trainingsprogramm entwickeln. Und nach 2 Wochen sollen Sie mal sehen. Vorher nichts, nachher. So. Oh, Laura, dann mache ich doch gleich noch mal ein Foto von vorher. Das sichert ihm deine Jacke. Ja, aber Frau Unsorg, doch nicht mit dieser vorsintflutlichen Methode. Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man die kontinuierlichen Trainingsergebnisse mittels modernster Videotechnik dokumentiert. Was? Wunder, wenn ich jetzt eine Videokamera herkriegen. Also ich würde mir eine leihen. Moment, Moment.
Herr Kameramann, würden Sie bitte von Herrn Ohnsorg ein paar gute Aufnahmen machen? Oh ja. Komm, ich auch gern, aber das muss mein Chef entscheiden, ne? Na, er hat entschieden, okay. Ja. Ja. Komm her, du, das wird sich anspornen. Kann ich bei Ihnen auch lernen? Ha. Na klar, wenn Sie mit meinen Kursen fertig sind, dann fasst Sie kein Mann mehr an. Dann überlege ich mir noch. So geht das nicht. Üben. Und wenn Sie so weitermachen und ordentlich üben, dann sehen Sie bald aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja, Moment. Und wie sehe ich jetzt aus? Wie Richard Niederegger. Jawohl, ich bin ein Stück Marzipantorte. Ich habe nämlich die falschen Pickel. Ich lasse mich doch hier nicht als Marzipankugel hinstellen. So, ja, dann kann ich ja auch gehen. Ich habe auch mehr an ein Marzipanschwein gedacht. Ich habe ja ganz vergessen, ein Geburtstagsgeschenk. Und ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Ja, bitte, nun nehmt euch doch mal ein Beispiel an Oma, ne? Die schenkt mir ein Bild. Etwas, was nicht mit Sport zu tun hat. Hoffentlich habt ihr noch die Zahlungsbelege, damit ihr diese Polterinstrumente zurückgeben könnt. Ich für meinen Teil habe nicht die Absicht, mich den Rest meines Lebens zu quälen, nur um ein bisschen besser auszusehen. Nein. Wenn du mich nicht mehr liebst, bitte, aber anders bin ich nicht zu haben. Ja, jemand rein für alle Mal und endgültig. Ich mache diesen Fitnessrummel aus Prinzip nicht mit. Vielleicht sollte ich es doch mal mit den Hanteln versuchen. Ja, ist doch richtig, Richard. Ich hab dich doch auch so lieb, aber du musst auch an deine Gesundheit denken. Guck, und das ist dann vorher und das ist nachher. Thank you.